Hallo Leute, ich bin Ultimate Spin Dash und wir werfen heute einen Blick auf einen Warframe, der in vielerlei Hinsicht gespalten ist. Equinox. Equinox soll ein Gleichgewichts-Warframe sein und dieses Thema zieht sich durch alles, was mit ihr zu tun hat. Von ihrem Aussehen über ihre Fähigkeiten bis zu ihrem Geschlecht. Letzteres ist alles andere als eindeutig, der Einfachheit halber werde ich Equinox als sie bezeichnen, da DE es offenbar auch so handhabt und ich Equinox leider nicht fragen kann, was er oder sie bevorzugt. Die Blaupause für Equinox findet ihr im Markt für 25.000 Credits. Ihre Teile bekommt ihr, indem ihr Tyri Gore auf Uranus besiegt. Beachtet aber, dass ihr einen Arcring benötigt, um diese Mission spielen zu können, da sie teilweise unter Wasser stattfinden. Allerdings hat Equinox stolze 8 Teile, eine Blaupause, Helm, Chassis und System jeweils für ihre Tag- und Nachtform. Diese müsst ihr zunächst bauen und danach zusammensetzen, weshalb die Konstruktion von Equinox ein Former und eine ganze Woche Zeit in Anspruch nimmt. Daher ist es, wenn ihr nicht warten wollt, besser Equinox samt Sort und Reaktor für 325 Platin zu kaufen. Oder ihr holt euch gleich das Equinox Megapack für 835 Platin und erhaltet zusätzlich Booster, den Soulstice Helm, die Icon Brand, Coolstar und Harpack samt Slots und Beschleunigung sowie die Haltung letzter Vorbote. Equinox hat im Prinzip 7 Fähigkeiten. Ihre erste Fähigkeit, Metamorphose, wechselt zwischen ihren Tag- und Nachtformen. Beim Wechsel von Tag zu Nacht erhaltet ihr vorübergehend zusätzliche Schilde und Panzerung. Beim Wechsel von Nacht zu Tag zusätzlichen Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit. Beachtet, dass aktive Fähigkeiten beendet werden, wenn ihr die Form wechselt. Eure weiteren Fähigkeiten verändern sich je nach Form. In welcher Form ihr startet, hängt von eurer Energiefarbe ab. Die Metamorphose dauert etwa 2 Sekunden, während denen ihr keine Fähigkeiten nutzen könnt. In ihrer Tagesform macht ihre zweite Fähigkeit, Ruhe und Rage, einen anvisierten Gegner und alle Feinde in dessen unmittelbarer Nähe schneller, aber auch anfälliger für Schaden. In ihrer Nachtform lässt sie anvisierte Gegner einschlafen. Der Schlaf endet nach einer bestimmten Zeit oder wenn der Gegner zu viel Schaden genommen hat und ermöglicht Finisher. Beide Effekte können gleichzeitig auf einem Gegner aktiv sein. Ihre dritte Fähigkeit, Beruhigen und Provozieren, erhöht in der Tagesform die Kraftstärke aller Verbündeten in Reichweite. Allerdings verliert ihr jedes Mal, wenn ein betroffener Verbündeter eine Fähigkeit nutzt, etwas Energie. In der Nachtform richten alle Gegner in Reichweite weniger Schaden an. In beiden Fällen bleibt die Fähigkeit aktiv, bis ihr sie deaktiviert oder die Form wechselt. Die Tagesform verbraucht keine Energie, wenn niemand in Reichweite Fähigkeiten nutzt, während der Energieverbrauch in der Nachtform von der Anzahl der betroffenen Gegner abhängt. Wenn kein Gegner in Reichweite ist, kostet die Fähigkeit keine Energie und ihr profitiert weiter von Energieregenerationsauren. Ihre vierte Fähigkeit, Heilen und Verstümmeln, verteilt in der Tagesform Schnittschaden samt Statuseffekt an alle Gegner in Reichweite und betäubt Gegner beim Eintritt in den Wirkungsbereich. Wenn Gegner im Wirkungsbereich sterben, wird der Schaden gespeichert. Sobald ihr die Fähigkeit beendet, wird der gespeicherte Schaden an alle Gegner in Reichweite verteilt. In der Nachtform heilt ihr euch und Teammitglieder, wenn ihr Feinde im Wirkungsbereich tötet. Auch hier wird der Schaden gespeichert. Sobald ihr die Fähigkeit beendet, werden alle Verbündeten im Umkreis und ihr selbst geheilt. In beiden Fällen darf euch vorher nicht die Energie ausgehen, sonst verpufft der gespeicherte Schaden. Equinox besitzt zudem die passive Fähigkeit, zusätzlich Gesundheit aus Energieorbs zu erhalten und umgekehrt, gleichwertig mit einer ungerankten Gleichgewichtsmod. Mein Bild besteht aus Vitalität, Umlenkung, flüchtiger Stärke, einer Rang 3 flüchtigen Expertise, Fluss, Kontinuität, Ausdehnung und Stromlinie. Die hohe Krafteffizienz erlaubt es euch, Heilen und Verstümmeln lange aufrechtzuerhalten, was wichtig ist, um selbst entscheiden zu können, wann ihr die Fähigkeit beendet. Kraftstärke ist für alle Fähigkeiten brauchbar, während ihr Kraftdauer etwas vernachlässigen könnt, da sie nur für die ersten beiden relevant ist. Kraftreichweite vergrößert vor allem den Wirkungsbereich eurer dritten und vierten Fähigkeit. Ihr könnt Ausdehnung aber auch austauschen, wenn euch der Wirkungsbereich zu groß ist, da dies vor allem im Fall von Beruhigen zu sehr hohen Energiekosten führen kann. Equinox kann jederzeit von einem Heiler und Verteidiger zu einem sehr offensiv einsetzbaren Warframe und zurückwechseln und sich damit eurer aktuellen Situation anpassen. Ob sie einen Platz in der Meta hat, kann ich aber noch nicht abschätzen, da dort normalerweise spezialisierte Warframes genutzt werden. Lasst euch davon aber nicht abhalten, Equinox ist ein sehr interessanter und einzigartiger Warframe, der mit einigen guten Augmenten nur noch interessanter werden kann. Vor allem aber lässt mich Equinox bedauern, dass die deutsche Sprache keine geschlechtsneutralen Personalpronomen hat, die in Bezug auf Menschen nicht unhöflich sind. Equinox Light, Slight Digitation zu... Equinox Dark.